Hallo meine Lieben, ich war gerade kurz in der Stadt und zwar wollte ich unbedingt halt mir Festival-Tickets holen, weil ein paar Freunde von mir haben mich gefragt, ob ich mit denen zur Electricize Festival-Sache gehe und das ist in 2 Wochen. Ich denke mal, ihr werdet das Video wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt sehen, wenn ich wahrscheinlich gerade da bin. Ich muss noch ein paar andere Videos hochladen. Ich war krank und dieses Ganze drumherum tut mir voll leid. Es hat ein bisschen wieder gedauert. Anderer Hintergrund, das macht ja jetzt nichts. Ich habe nämlich gerade die ganzen Sachen anprobiert, habe dabei gefilmt, damit ihr euch das direkt so vorstellen könnt, wie das angezogen an mir aussieht. Und ich weiß nochmal, also der andere Hintergrund ist schöner, aber es tut mir leid, ich habe das jetzt einfach mal so gemacht. Ja, und zwar war ich in der Stadt und dann habe ich halt, weil rechts und links daneben ist halt einmal New Yorker und einmal C&A. Und ich habe mal wieder etwas dort gekauft. Fangen wir am besten an mit New Yorker. Da habe ich einmal diese schwarz-weiße Bluse hier gekauft. Ich war natürlich Sale-Shoppen, ne? Also außer ein Teil. Ein Teil ist nicht Sale. Das ist halt, das erzähle ich euch gleich. Ja, die Bluse fand ich total schön. Die war halt vorher 12,95 und dann 6,95. Habe nichts anprobiert, so wie bei Primark. Ich bin ja irgendwie mittlerweile gar nicht mehr so. Ich habe halt nicht mehr die Geduld beim Shoppen, ne? Also seit es Primark gab. Naja, gibt. Und die Bluse finde ich halt auf jeden Fall ganz schön und hat halt hier so Lagenlook. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das geht halt so über Kreuz so ein bisschen. Und unten ist halt auf der Vorderseite Gummizug und hinten ist es ein Stück länger. Aber ihr seht das ja entweder eingeblendet wahrscheinlich dann, ne? Ich blende es euch einfach mal ein und ich fand die ganz schön, vor allen Dingen für den Preis. Ich muss mal hier am besten hin. Dann habe ich hier ein Oberteil, so ein Blümchenoberteil mal wieder. Das ist, meine Freundinnen sagen immer, ich bin total Blümchen. Naja, das hat auch vorher 12,95 gekostet, dann auch nur noch 6,95. Hab mir alles in XL genommen, weil ich bin ja mittlerweile nicht mehr L. Und ich fand das ganz süß und ist halt ziemlich A-linienförmig, sodass das richtig schön weit fällt. Und gefiel mir auch sehr gut. Hat vorher 12,95 gekostet und jetzt nur noch 6,95. Dann habe ich hier ein Oberteil. Das war ich mir erstmal nicht ganz sicher, ob ich mir das mitnehmen soll, weil das so einen Rückenausschnitt hat, wie ihr wahrscheinlich jetzt gleich sehen werdet auf dem Foto, was ich einblende, beziehungsweise in dem Videoausschnitt. Aber von vorne ist das halt mit so, ja, mit so einem Kussmund, den ich halt total cool fand irgendwie. Und das habe ich mir dann in Grau genommen und ich habe das halt dann angezogen. Und so schlimm finde ich diesen Rückenausschnitt auch nicht. Vor allem, wenn man den passenden BH dazu anhat und nicht diesen braunen, den ich jetzt gerade trage. Aber das Braun, das hat halt zu dem Oberteil hier gepasst. Ich wollte jetzt nicht zu jedem Oberteil, was ich jetzt anziehe, hier euch zeige, wollte ich jetzt nicht einen separaten BH dazu anziehen, ne, wenn ihr versteht. So, dann habe ich bei C&A, das kommt nämlich jetzt schon, das ist nur ein kleiner, feiner Haul, ne? Habe ich mir ein Oberteil von Jessica geholt. Das ist ja, glaube ich, diese ganz normale, wie nennt man das, Abteilung. Jetzt nicht Young oder sowas. Und das ist halt ein ziemlich großes Oberteil, wie man sieht. Ist halt oben so ein bisschen, ja, so ein bisschen Hippie-Azteken-mäßig mit so Nietchen dran und hinten wird das gebunden und ja, ich habe mir das extra in groß geholt, in Größe, auch in Größe L, nur ich wollte das eigentlich noch größer haben, aber ja gut, das ist das, deswegen ist das nicht ganz so weit. Hat vorher gekostet 15 Euro und dann noch 9 Euro. Allerdings gab es bei C&A auf alle reduzierten Teile nochmal 50% Rabatt und dann habe ich natürlich nur 4,50 dafür bezahlt. Yes. Dann habe ich eine Jeansbluse, habe ich mir geholt, in so einem hellen Stoff und die fand ich auch ganz schön. Ich habe noch keine helle Jeansbluse und die fand ich ganz schön. Die hat gekostet vorher 15 Euro, dann 12 und dann habe ich natürlich 6 bezahlt, ne? Und dann nochmal so ein T-Shirt, ich glaube, davon hatte ich mir letztens bei New Yorker schon mal 2 Stück geholt, in anderen Farben allerdings. Und das fand ich jetzt natürlich auch ganz schön. In einem blau-melierten, so heißt das, genau, melierten Ton. Und es hat halt so mit Blumenstickerei und sowas, fand ich ganz niedlich. Und das hat gekostet upala, Entschuldigung, von 9 auf 7 Euro und dann halt 3,50, ne? Voll cool.
Und dann, achso, bei New York, Entschuldigung, hier habe ich noch unten was stehen. Bei New York habe ich mir nämlich noch die hier gekauft. Das sind so Schneeleopardentreter und so Sneakers in Größe 38 und die fand ich total niedlich für so Festival oder sowas, wenn man halt Zuhe-Schuhe haben möchte und ich fand die ganz süß, ja. Die haben, oh, was haben die gekostet? 4,95. So, und jetzt kommt schon das letzte Teil von C&A und zwar habe ich jetzt hier auch eine Hose von C&A. Ich liebe diese Skinny-Hosen von C&A. Und habe auch letztens in meinem letzten Haul, glaube ich, habe ich auch schon eine C&A-Jeans mir gekauft und euch gezeigt. Und heute habe ich mir wieder eine gekauft, weil die einfach astrein sitzen und für 19 Euro. Aber hallo, ja. Super cool. Ja, Skinny halt, ne, super Skinny. Und die passen perfekt. Ich liebe diese Hosen einfach. Die haben einen leichten Stretch-Anteil, sodass man halt auch bei breiten Hüften sich reinquetschen kann. Also nicht quetschen, das sieht echt... Also ich finde, die schmeicheln echt gut. Und für 19 Euro kann man echt überhaupt nichts sagen. Ich finde die total klasse. Ich habe, glaube ich, jetzt mittlerweile 5 Stück davon. Und ja, und von hinten sieht die auch ganz cool aus. Ja, und ja, bin ich sehr froh mal wieder, dass ich mir wieder etwas Fashion geshoppt habe. Es kommt immer so zu kurz, immer so viel Beauty einkauft, ne? Ja, das war's, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.